So, da ist es mal wieder soweit. Wir haben einen Titanen abgeschlossen, beziehungsweise es fehlt natürlich noch der Boss. Ganons Windflug, Peiniger des Titanen, war Mido. Pass auf dich auf, hörst du? Ja. Mach nicht die Fehler, ich doch, die ich vor 100 Jahren gemacht habe. Damals hat diese Ausgeburt Ganons mich erwischt. Ich kann nicht fassen, dass ich das sage, aber räche mich, Link. Machen wir, mein Freund. Und damit mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Erstmal ein Foto, bevor ich das wieder vergesse. Das habe ich ja beim letzten voll vergessen. So. Ach, cool. So, ich habe nur keine Ahnung, wie wir das jetzt am besten machen. Wahrscheinlich hier fliegen. Und jetzt portet er sich natürlich. Das ist nicht so toll. Höher. Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt vielleicht... Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Vielleicht fällt er ja runter. Nö. Er kann natürlich fliegen. So, ich habe übrigens jetzt mal was gefuttert gegen Kälte. Habe aber leider gemerkt, dass es nicht ganz ausreicht. Das heißt, ich habe trotzdem noch ein Teil von den Klamotten an. Habe aber jetzt zwei Teile meiner Ritterrüstung an, damit wir einfach ein bisschen mehr Abwehr haben. Ach, ich kann den gar nicht mehr kippen, ne? Ach, toll. Ich dachte, das liegt jetzt daran, dass ich das vielleicht kippen muss. Aber das muss ich gar nicht mehr. So. Okay. Jetzt macht es doch ein bisschen mehr Schaden. Zumindest an den Säulen. Aber wie komme ich denn an das Viech ran? Das ist die große Frage. Uah. Der Windsturm macht so viel Schaden, ne? Jetzt, schnell. Na, mit dem letzten Schuss trifft er mich natürlich noch. Schade. Das ist natürlich ein nerviges Viech. Ah, das ist nervig. Wie mache ich denn das am besten? Ich will da jetzt nicht die ganze Zeit nur mit Pfeilen drauf. Jetzt. Da. Da. Da ist die erste Form endlich weg. Okay, jetzt heilen wir uns erstmal wieder. Habe ich irgendwas Anständiges, was viel heilt? Das hier. So, jetzt kommen hier so kleine Viecher angeflogen. Nö, er lässt seine kleinen Viecher einfach da hinten. Wo ist er denn? Wow, der ist über uns. Da oben bin ich. Da können wir natürlich jetzt schön angreifen, wenn er denn stehen bleiben würde. So, wir können natürlich auch mit Bombenpfeilen töten. Ach du Heilige. Ah, so funktioniert das Prinzip von ihm. Lol, die schießen ja sogar schräg runter. Der ist ja fies. Ja, weg mit dir. Das Schwert macht so viel Schaden. Das Master Sword macht so verdammt viel Schaden an diesen Gegnern. Nice! Das war irgendwie um Welten einfacher als der letzte Boss, fand ich. Obwohl ich mich gerade am Anfang ein bisschen zu doof angestellt habe, mal wieder. Und wir haben diesmal immerhin das Foto gemacht. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Nice, nice, nice. Ist das eigentlich sein Blut oder ist das irgendwie Öl? Weil das ja eine Maschine ist. So, da haben wir auch den zweiten Titan befreit. Und der war insgesamt deutlich einfacher als der erste, finde ich jetzt persönlich. Und einen Herzcontainer. Komm her zum Papi. Das finde ich cool, dass sie das wenigstens drinne gelassen haben. So. Ja. Herz Nummer 14 müsste das sein. Cool, cool, cool. Ich habe mal hier oben so ein bisschen mich umgeschaut, ja. Vor der Folge. Und ich habe unten jetzt auch nicht irgendwie gemerkt, dass wir noch irgendwo was vergessen hatten an Truhen. Ich bin der Meinung, wir haben alle Truhen eingesammelt. Und wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall nicht irgendwas, was man nur hier bekommen könnte, weil das wäre sonst schwachsinnig. Deswegen, los geht's. Oh, du hast ihn wirklich besiegt? Hast du dran gezweifelt? Angeber. Aber gut, immerhin hast du meine Seele damit befreit und Medo ist auch wieder in unserer Hand. Nicht schlecht für deine Verhältnisse. Als Belohnung werde ich dir meine vollendetste Kunst schenken. Die Kraft Aufwinde entstehen zu lassen. Ihr Name lautet Revalis Sturm. Wie cool. Können wir jetzt fliegen? Ich für meinen Teil werde Medo in Gang setzen und den Angriff auf Ganon vorbereiten. Wenn du dann in Schloss Hyrule mit ihm kämpfst, kannst du auf unsere Hilfe zählen. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ja. Na los, dann geh schon. Gib doch noch ein paar Sachen zu tun, oder? Bestimmt. Die Prinzessin. Sie wartet schon ein ganzes Weilchen auf dich. Ja, sie muss aber leider noch ein bisschen länger warten. Sie will uns sowieso nicht sehen, also sie hat sich jedes Mal beschwert, wenn wir in der Nähe waren. Zumindest in der Vergangenheit. Wir werden erstmal noch die anderen beiden Titanen befreien. Dann vielleicht noch ein paar Aufgaben machen. Und dann irgendwann gehen wir mal bei Ganon vorbeischauen im Schloss. Ich finde diese Musik cool. Ich hoffe, das ist später auch die Musik, wenn man das Schloss angreift. Ach. Da hält er sich jetzt fest. Seine Vogelstange, natürlich. Und jetzt. Ich finde es auch cool, dass gut, die von den anderen schon mit eingeblendet werden. Wir müssen Ganon mit Adleraugen im Blick behalten. Wenn Link gegen ihn kämpft, kriegt er dann eine gewaltige Ladung ab. Ich hoffe, du hältst bis dahin durch. Naja, 100 Jahre haben wir ja schon zusammen gewartet. Das schaffen wir den Rest auch noch.
So langsam muss ich wohl zugeben, dass er gar nicht schlecht ist. Er hat es in diesen Titanen geschafft, dabei kann er nicht einmal fliegen. Er hat vollbracht, woran ich gescheitert bin. Er ist von uns beiden der Stärkere. Link, du bist der Schlüssel, du warst es immer. Ja, ich weiß. Und nun weißt auch endlich du das. Freut mich, dass wir dich trotzdem gerettet haben, mein alter Freund. Immerhin kann dein Geist jetzt in Ruhe nach dem Krieg in den Himmel ziehen oder wo auch immer hin. Revalis Sturm enthält die ungestüme Macht Revalis. Sie lässt einen Aufwind entstehen, der dich weit in den Himmel aufsteigen lässt. Halt zum Aktivieren X gedrückt. Ach, wie cool. Oh, ich habe den anderen Titan immer noch ausgeschaltet. Man kann das hier bei den Items hier aktivieren oder deaktivieren. Und ich weiß nicht, ob sich das Ganze irgendwie wieder auflädt. Ich glaube ja. Weil ansonsten wäre das Ganze irgendwie ein bisschen traurig. Ich weiß nur nicht, ob wir erstmal vielleicht alle drei Ladungen verballern müssen. Und dann lädt sich das Ganze wieder auf. Ich weiß es nicht. Oder ob man sich dann immer nur noch eine Ladung aufladen kann. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir denn da oben irgendwo hoch? Da ganz oben ist bestimmt irgendwas. Kann ich mich... Ich kann mich zum Titan porten, das ist ja cool. Dann muss ich da nicht hochkraxeln. Und eigentlich müssten wir jetzt auch noch eine Belohnung irgendwo kriegen. Wir kriegen bestimmt den Bogen von dem Revalis. So, jetzt bin ich hier oben. Da ist der Vogel. Ich glaube, dem können wir aber auch nicht zu nahe kommen, sonst kriegen wir ein bisschen Ärger. Das ist cool von hier oben. Das sieht so geil aus. Da hinten ist das Schloss. Das ist so die hammergeilste Aussicht, die ich, glaube ich, jemals hatte in diesem Spiel. So richtig geil. Da ist das Schloss, der Todesberg. Da unten ist irgendein Windrad, was sich dreht. Ich habe keine Ahnung. So, wir schauen mal. Vielleicht befindet sich ja hier irgendwo auf halbem Wege noch irgendwo ein Krog versteckt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ist doch einer. Ach, habe ich mir doch gedacht. Hier oben versteckt sich natürlich auch einer. Wir haben immerhin wieder 25 Bombenpfeile. Das ist gut, obwohl ich letztens ja so viele verballert habe. So, tschüssi. Jetzt haben wir die Wahl. Fliegen wir erstmal darüber. Machen den Schrein. Machen den anderen Schrein. Oder wir gehen natürlich erstmal, denke ich, am besten zu dem Ältesten und berichten ihm davon. Das müsste das Haus hier sein, ne? Das hier. Ja. Oh, es freut mich, dich wohl aufzusehen. Ihr konntet Warmedo tatsächlich besänftigen, nicht wahr? Aber was frage ich? Er sitzt ja nun ganz friedlich dort oben über dem Dorf. Was für ein erhabener Anblick. Die Legende besagt, der Strahl des Titanen wird die Verheerung durchdringen. Warmedo wird von nun an die Schutzgottheit unseres Dorfes sein. Seine Legende ist mit deiner verbunden. Ho, ho, ho. Ach ja, ich muss dir noch deine Belohnung überreichen. Bitte nimm dir den Inhalt dieser Truhe. Du wirst sicher Verwendung dafür haben. Nachfahre des Recken. Mir fällt es jetzt erst auf. Dein Schwert, ist das etwa das heilige Bandschwert? Du gleichst dem Recken der Hylianer, der vor 100 Jahren an der Seite von Revali gekämpft hat, bis ins Kleinste. Bist du etwa... Ja, ich bin's. Hey, nett dich wiederzusehen. Ich kann mich zwar nicht an dich erinnern, aber... Toll. So. Wir müssen erstmal einen Bogen wegtun. Ich denke, wir kriegen einen Bogen. Der Ritterbogen kann weg. So. Ein Adlerbogen. Wow, 28 und dann mal 3. Der ist echt nicht schlecht.
Nice, nice, nice. Den haben wir zum Glück jetzt nicht ausgerüstet. Wir rüsten mal den aus. Wir haben so viele Ritterbögen. Der kann weg. So, was müssen wir jetzt noch machen? Wir... Ah, hier ist Theba. Ach, wie cool. Geht's dir gut, mein Freund? Hm. Oh, der Häuptling hat dir also den Adlerbogen anvertraut. Das Ding ist zu schwer, um es im Fliegen zu verwenden. Es würde mich viel zu langsam machen. Wenn ich genauso schnell und stark wie der große Revali wäre, sähe die Sache anders aus. Bei unserem Kampf gegen Mido konnte ich sehen, wie geschickt du mit dem Bogen umgehst. Deshalb habe ich vorgeschlagen, dir den Adlerbogen zu geben. Du kannst dein volles Potenzial vielleicht nutzen. Möge er dich immer begleiten, zusammen mit dem Geist der Orni. Nun denn, meine Wunden sind geheilt. Sobald Tulin aufwacht, gehe ich mit ihm zusammen zum Flugplatz. Ich hoffe, Tulin wird einmal ein tüchtiger Krieger wie der große Revali. Cool. Dann können wir dort wahrscheinlich auch diese Flugaufgaben machen. Irgendwie einen Bogenschießen, Wettkampf oder so. Jetzt ist die große Frage. Jetzt holen wir uns natürlich noch die beiden Schreine hier in der Nähe. Da holen wir uns aber erstmal natürlich den Krog. Davon brauchen wir natürlich wieder einige. Ich glaube, 23 alleine, unser Waffeninventar jetzt einmal zu vergrößern. Hier sieht es schon echt heftig. So, jetzt ist die große Frage, wie bekommen wir diesen Schrein hier raus? Der andere ist relativ simpel, der da drüben irgendwo. Da oben. Aber der hier, da habe ich keine Ahnung. Hier steht auch kein Schild oder so. Ich habe keine Ahnung. Bestimmt als Belohnung von irgendwas. Ich mähe hier mal so ein bisschen das Gras weg. Dafür ist das Master Sword natürlich auch sehr gut. Aber trotzdem habe ich keine Ahnung. Was ist das da vorne? Nö. Vielleicht mit einem Schatten oder so von dem Vogel? Nee, glaube ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Monsterlager. Hier ist ein Tor. Ach, das ist so ein altes Gemäuer, ne? Von so einem alten Haus oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir den rauskriegen. Deswegen lassen wir das erstmal. Ehe wir jetzt hier Stunden rumrätseln. Ich vermute mal, das können wir jetzt von hier aus gar nicht machen. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas anderes schaffen. Was war das gerade? Da waren gerade schon wieder komische Geräusche. Da ist schon wieder ein Bärchen. Komm her, Bärchen. So, bist du eigentlich ein Honigbär? Ja, er ist ein Honigbär. Und wir haben Luxuswild. Wie geil. Cool. Was wollt ihr denn alle von mir? Geht alle nach Hause. Hat er mich gerade echt angegriffen? So, ah, cool. Da haben wir dann endlich das Luxuswild, was wir auch dem einen... Ein schwarzer Hinox. Okay, heftig. Okay, der ist, glaube ich, eine Nummer stärker als der normale Hinox, den wir ja schon besiegt haben. Ich würde fast sagen, wir klettern von oben rauf. Und springen vielleicht von oben oder fliegen auf ihn rauf und dann können wir ihn, glaube ich, erstmal mit Überfallangriff angreifen. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. Den möchte ich jetzt gerne mal probieren. Ich habe mich vor den letzten Bossen immer gedrückt, bin immer weggelaufen. Wie so ein kompletter Feigling. Aber jetzt schlagen wir zurück. So, kann ich nochmal eben irgendwas futtern, was ein bisschen was bringt? Habe ich eigentlich Angriffsmedizin? Nein. Ich habe aber irgendwelche Angriffsessenssachen, aber die... Das macht natürlich richtig Angriffsschaden dazu. Aber wir essen mal das hier. So. Der hat einen Königsbogen. Ja, er ist schon gut weg. Er muss erstmal richtig wach werden. Wow! Er macht aber nicht wenig Schaden. Er macht richtig viel Schaden. Das reicht gar nicht. Habe ich noch irgendwas?
Als hält er sich wieder die Augen zu. Trotzdem das Auge getroffen. Jetzt können wir, glaube ich, hingehen. Genau. Wir können das Königsschwert wegklauen. Er droppt die Waffen aber zum Glück. Nice. So, Hinos Fußnagel und so weiter. Zahn und so kennen wir schon. Hinox Herz. Cool, das haben wir noch gar nicht. Das hat sich gelohnt. Grilledelgeflügel. Nice. Jetzt liegen hier noch so richtig geile Waffen rum. Den Königsbogen habe ich schon mal irgendwo fotografiert. Ich weiß nur nicht wo. Königsschwert. Ohne Ritterhellerbade. Ach, nice. Total die beschissenen Bilder, aber die Waffen nehmen wir natürlich am besten mit. Jetzt ist die Frage, was ich dafür wegschmeiße. Ach, ich schmeiße jetzt einfach mal diesen Bumerang weg. Und den Eisstab, den können wir uns natürlich immer wiederholen. Ach, die Ritterhellerbade ist total scheiße. Der Ritterbogen ist aber nicht schlecht, glaube ich. Ach. Nee, das ist ein Königsbogen. Der muss natürlich besser sein als der Ritterbogen. 38, der ist richtig nice. Wir können eigentlich eher so einen Falkenbogen wegschmeißen. So, was haben wir noch? Den Eisstab. So, die Ritterhellerbade. Die ist, glaube ich, von dem Angriffswert halt recht gering. Aber ich glaube, die ist doch deutlich besser, als man denkt eigentlich. Weil man damit halt von Weitem angreifen kann. Halt eine gute Frage, was ich jetzt dafür wegschmeiße. Das ist halt richtig doof. Das Königsschwert ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich wegschmeißen soll. Ja, der Seewindbumerang ist halt sau selten eigentlich. Aber den brauchen wir gar nicht, weil das halt einfach nur durch so eine Amiibo-Figur bekommbar ist. Und damit können wir sowieso nicht viel machen. Und zur Not muss ich halt irgendwann nochmal 5000 Amiibos einsetzen, um die zu bekommen. Maxi-Trüffel. So, jetzt geht's da oben hin zu dem anderen Schrein. So, und bevor wir es vergessen, markieren wir natürlich nochmal die Stelle mit einem Boss-Zeichen. Da befindet sich ein Boss. Das heißt, wenn wir nochmal irgendwann nach einem Blutmond dorthin gehen wollen, dann sollte eigentlich der Hinox wieder da sein. Vermute ich jetzt zumindest mal. Weil ansonsten kann man ja gar nicht die Materialien so oft bekommen, wenn man das nicht einsammelt. Und dann tötet man den einfach und tötet den nächsten und den nächsten. Ich denke mal, die spawnen wieder. Jetzt haben wir das Problem, wir müssen da oben hin. Und da oben ist eine Totenschädelhöhle, ne? Okay. Ach, hier geht sogar der Weg direkt da hoch. Wo führt der Weg hin? Flugplatz. Weg in die Schneeberge. Ach, wie cool. Hier ist eine Höhle. Das ist ja nice. Wo geht's denn da hin? Das sieht ja interessant aus. Ja, ich laufe schon wieder in irgendeine Richtung. Wir brauchen einen Hammer. Ich brauche unbedingt auch noch einen Hammer. Ja, das lohnt sich doch schon mal eher. Habe ich das jemals fotografiert? Sind das die anderen Erze? Ne, das sind einfach nur ganz normale Erzbrocken. Ach ja, ein Rhodonit und zwei Bernsteine und ein Steinsalz. Kann man nichts gegen sagen. Da ist nochmal was. Und nochmal ein Bernstein und Steinsalz. Den Feuerstein. Und das nochmal Steinsalz. So, und hier ist doch garantiert wieder irgendwas. Ist das das, was ich denke? Ist das dieses komische Skelett, was wir fotografieren sollen? Drachenbeinsumpf. Ja, das ist... Nee, das ist ein Drache. Das ist kein Wal. Wir sollen einen Wal fotografieren. Okay. Drachenbeinsümpfe. Das hört sich echt lustig an.
Frage ist nur, was bringt das hier? Eigentlich gar nichts. Hm. Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Okay, da vorne ist eine Totenschädelhöhle. Wo sind wir denn überhaupt schon wieder? Da ist die Totenschädelhöhle, aber war nicht irgendwo auf dem Berg auch eine da oben? Ach so, cool. Hier sind mehrere. Und ja, ich wollte eigentlich zum Schrein, aber irgendwie laufe ich jetzt gerade ganz woanders lang. Kommen wir hier hoch? Wenn wir hier hochlaufen, dann kommen wir zu der Totenschädelhöhle. Dann kommen wir wieder zurück zum Schrein. Das müsste klappen. So, jetzt hier hoch. Hier sind Schneeberge. Da können wir doch mal die andere Rüstung anziehen. Die ist zwar nicht sonderlich stark. Aber... Was machst du denn hier? Habt ihr schon wieder alle? Was machst du denn da? So, mein Masterschwert geht gleich wieder zur Neige. Jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. So. Ein Knochen, Borgstock. Der ist nicht schlecht. Und was ist das da oben? Ist das auch ein Schrein? Das sieht sehr danach aus. Hier sind überall Erze. Die kann ich auch damit zerstören, aber ich glaube, da geht das Schwert ganz schnell durch kaputt. Ein Hammer hält halt deutlich mehr aus. Ich habe eher die Befürchtung, dass uns hier gleich wieder ein Boss erwartet. Ein... Ach, wie süß dieser. Bist du des Wahnsinns? Warum schießt du auf die da? Die haben mich noch gar nicht gesehen gehabt. Hallo? Da steht ein Schneewolf oben drauf. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ach so, so ein komisches Säbelnashorn. Wow, wie viel überlebt denn das? Gibt das durch Eispfeile vielleicht? Jetzt verschieße ich meine ganzen Eispfeile. Ah nein, es hat Luxuswild gedroppt, sogar gleich ganz viel. Aber es ist alles sofort gefroren gewesen. Na toll. Wo geht's hier hin? Ach, da geht's zu dieser Totenschädelhöhle. Die schaue ich mir natürlich mal an. Weil die ist hier so auf dem Berg versteckt. Hm. Hier scheint nicht viel los zu sein, ne? Da ist, sind da TNT-Fässer drin? Ich glaube nicht. Da hat einer eine Eislanze oder sowas. Das ist schon nice. Ich nehme mal den mal 3. Ah, das war der von dem Rivali, ne? Oh, den darf ich gar nicht benutzen. Das wäre nicht so toll, wenn der kaputt geht. Jetzt rennen sie alle raus, wie verrückt. Haha, verarscht. Ist keiner hier. Ich jetzt? Haha. Das kostet mich zwar jetzt voll viele Bombenpfeile so, aber ich glaube, der erste müsste jetzt schon tot sein gleich. Boah, das war richtig schlecht gerade. Na, der erste ist aber weg. Wo kommst du denn her? Ein Schwalbenbogen. Was haben die denn alle für Waffen hier?
So, ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist. Die wird, glaube ich, jetzt dadurch viel zu lang. So, die machen zwar Schaden, aber nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe. So, jetzt kommen auch noch Fledermäuse. Jetzt bin ich fast tot. Da habe ich echt Schwein gehabt. So. Jetzt sind sie gleich alle weg. Haben wir schon. Da noch ein paar Fledermaus-Sachen. Die sind auch nicht schlecht. Die habe ich gar nicht gesehen, dass da noch Fledermäuse drin waren. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Das ist doof. Da habe ich Angst, dass der mich irgendwie... Eine Eislanze, nice. Aber die können wir natürlich mittragen. So, der ist weg, der ist weg. Und der ist auch gleich weg. So, endlich alle weg. Da gucken wir noch schnell, was da drin ist. Dann nehme ich gleich noch die Eislanze schnell mit. Und dann. Ja, ich würde sagen, das war's auch wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und immer schön fluchtig bleiben. Ciao.